Also das Team von iOS 100 ist definitiv gut drauf, was solche Technik angeht. Aber ich muss echt sagen, es ist relativ schlecht erklärt in dem Video. Okay. So. So, ich würde sagen, ich baue diese Angelmaschine aber dann hierher. Aber nee, 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 Schluss jetzt. Wie sieht die denn aus? Ich will, dass alles natürlich und schön aussieht, ne? Ja, Okay, ich mache jetzt erstmal die. dann mach erstmal die Schmiede, bisschen genau. fies reingetan. Wenn du es schon mal weißt. Wo hast du dich eingetan? Kies in die Truhe reingetan, was ich noch so zusammengekriegt habe. Ah, super. Da hinten, aber es wird langsam ein bisschen. Mal so, wie die meisten Stellen mit Kies, die sind jetzt wirklich hier ausgelutscht. Die Ja, da eine muss Stelle man. direkt, die beim Haus war, die ist auch schon weg. Da muss man halt leider ein bisschen weiter reisen. Nein, nein, nein. Erstmal gehe ich vor allen Dingen jetzt wieder zurück. Mich unter. Team, ich grüße Sie. So. Die Sache ist halt die, ich brauche aus einem Mörtel kriege ich einen versenkten Ziegel. Und aus vier versenkten Ziegel kann ich einen Block machen. Das heißt, aus vier Stacks versenkte Ziegel kriege ich gerade mal einen Stack Blöcke. Und genau aus dem Grund ist es auch so kostenintensiv, die Schmelze. Damit Ich das hatte schafft. Erinnerung, dass sie nicht so krass teuer war. Doch, die Schmelze schon. Auf jeden Fall fand ich die Schmelze anstrengender als die Diamantenmaschine. Was? Kann nicht denn ernst sein? Ich kann eben sagen. Ich meine, die Das kann ich mir doch nicht Diamantenmaschinen waren vorstellen. ganze Nacht dran gehangen. Bei der Schmelze musst du wenigstens halt nur Rohstoffe sammeln und Rohstoffe sammeln und Rohstoffe sammeln. Bei der Diamantenmaschine Rohstoffe sammeln, Crafting-Rezepte für 1000 verschiedene Sachen raussuchen. Ja, so ist's halt, ne? Ach ja, aber vor allen Dingen jetzt erstmal schlafen, würde ich sagen. Ja. Huch. Hey, Schatzi, guck mal oben. Sind schon leider dran. Ist schon abgesoffen. Ja, Hier warte. wird unsere Betten Ich lüfte hinstellen. dich da drüber. Hier. Ich lüfte dich. Ja. Okay. Hier kann Zinschu und Landi so die Betten hinmachen oder so. Wie sie Bock haben. Sieht schon mal richtig gut aus. Zeig's mal, Zinschu, damit sie es auch mal sehen kann. Ja, komm Ah, her. du, ich hab's. Ich, Ich denke, jetzt kannst du mal durchs Haus laufen, dann siehst du es ja. Außerdem bin ich ja eh schon wieder unterwegs. Mission neuer Keys. Nächsten Vogel wieder da bin, gucke ich mir auf jeden Fall dann an. Schon wieder so ein Delfin hier, ey. Was ist denn mit den Viechern? Delfine sind süß. Das Wobei ist wahr. Kies brauche ich gerade mal nicht, ich brauche Sand. Nimm schon mal deine Ziegel da raus, bitte, Schatzi. Ah, ja. Ja, nimm du die mal raus.
Okay. Du kriegst auch endlich deine XP wieder. Ja, wobei, wenn ich nicht bald was zu essen kriege, dann kriege ich dann doch nichts mehr. Ich ja, in eine Kiste. Ich leg sie mal da in die eine Kiste da. Ne? Also wenn ich backen will und so, da brauche ich halt auch halt Wasser in der Küche. Ja, ich baue dir das halt was. Wo soll ich die wo will ich die Kiste hin haben? Siehst du, wo die ganzen Kisten sind? Wenn du vorne reinkommst, sind ja direkt unsere Betten. Und dann sind rechts unsere Kisten, die ganzen. Ja. Und links will ich die Küche hin haben. Also da, wo dicht die Kisten sind, okay, das ist gut. Richtig. Gut, okay, das ist gut. Deswegen sind auch da nicht die Kisten. Ach so, ich habe da die Kiste hingestellt. Ja, dann muss die weg. Ja, das sind nur Eier, das sind nur Eier. Ja, ich weiß, ich hab's gesehen. Die Eier, die sammle ich da gerade noch für, Experimente. Für ein Eierrennen. Ja, wie heißt es hier, wo man Eier auf Löffel und dann rennen? Das ist ein Eierlauf, Schatzi. Ja, Eierlauf, Eierrennen ist doch fast das Gleiche. Nein, hier ist nur ein bisschen Kies. Haben wir einen Birnenbaum? Noch nicht, warum? Ja, wir haben ja auch nur eine Birne, ne? Stimmt, wir haben nur eine Birne, ja. Also momentan ist Sand wichtiger als Kies. Und ich glaube, Sand ist schon leichter zu fahren. Was soll ich jetzt auf Sand umsteigen oder was? Jetzt noch das eine Feld jetzt hier Kies noch fertig und dann gucke ich mal, was ich da für dich tun kann. Ja, Sand müsste einfacher sein, habe ich schon gemerkt. Ja, klar, ich habe hier schon etliches Sand fertig, also das ist gar kein Thema. Das erinnert mich an Disneys Aladdin. Diese Sendung wurde präsentiert von Sand. Sand ist überall, gewöhnen Sie sich dran. Hat der Genie mal gesagt. Als er so eine Art Sendung gemacht hat. Verlöschen der Wüste, Sand ist überall. Gibt es sowas eigentlich? Was? Was denn? Eine Wüste, ja, gibt. Nein, so Städte in der Wüste, kein Fluss jetzt, so wie in Ägypten oder sowas. Ich weiß nicht, dort. Es gibt doch auch diese. Meinst du richtige große Städte? Ja, diese Siedlungen, die dann. Ja, Städte gibt es doch sowieso. Eins der besten Beispiele. Das ist Kairo. Oder was auch? Nein, sowas, was in Richtung Agrabah geht, so wie in Disney's Aladdin. Ne? Nee, Vegas, so orientalisch sind die auch nicht mehr. Ich sag nur, Las Vegas ist auch eine Stadt mitten in der Wüste. Ewig große Städte erbaut in der Wüste. Nee, aber. Aber Las Vegas, du hast auch in Italien. Ja. Also Mörtel zu Tonbrennen bringen, zu versenkten Ziegeln machen, bringt keine Erfahrung. Ja, es ist ja auch eine Mod. Ich kann mir vorstellen, dass es deswegen ist. Bist du dir sicher, dass du keinen Kies brauchst?
Wenn du willst, kannst du von mir aus Kies und Sand mitbringen. Goldader gestoßen. Was? Goldader. Also, ja, also... Eine kiesige Goldader, meinst du? Glaube ich. Ja, also mit in dem... 40, 50 Schnee voll. Könntest du vielleicht noch Feuerstein kommen? Beziehungsweise Feuerstein können wir dann daraus gewinnen. Bisschen ab und dann... Wieso wächst an unserem Apfelbaum kein Apfel mehr, Schatzi? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ihn sachgemäß gepflückt. Ja, ich habe ihn scheiß sachgemäß gepflückt, Schatzi. Diese Apfeldinger, wo die Äpfel dranhängen, die sind, die fehlen am Baum. Nur an dem Apfel, den ich abgemacht habe, überm Wasser. Da ist es noch dran. Hast du nicht sachgemäß gepflückt? Schatzi, ich habe die ganz einfach mit Linksklick abgeschlagen. Und das ging ohne Probleme. Einmal kurz Linksklick und zack war der Apfel ab. Linksklick. Ja. Ich glaube, ich habe den Apfel gerade mit Rechtsklick geholt. Nee. Ich glaube nicht. Doch, ich glaube schon. Und dann hast du die Äpfel wohl im Arsch gemacht. Hoffentlich auch ich glaube nicht. Wir haben halt einen neuen Apfelbaum. Wir sollen doch Äpfel haben. Wir haben mehr als genug Äpfel. Nein, haben wir nicht. Wir haben nur einen. Wir haben 30 Stück oder so. Lass das mal Mama machen, Schatzi. Wir haben nur 3 Äpfel in allen Kisten. Ich hab durchgeschaut. Lass das mal die Mama machen. Ich find's einfach so genial, geil, dass Schatzi unser Apfelbaum am Arsch gemacht hat. Ich will ja gar nicht damit anfangen, was du alles so kaputt gemacht hast, Ma. So. Wie viele Apfelbäume soll ich machen? 2. Nur. Ja, und dann kann ich die Apfelbäume da draußen wieder von mir aus wieder abreißen. Nee, ich mach's nämlich jetzt anders. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt mache ich 5 Apfelbäume. Nein! Nicht da. So. Wieso so weit weg von zu Hause? 2, 3, 4, 5. Weil es angenehm aussieht. Erde, das ist gut. Du komische Schaufel. Warum war ich ab? Oh, okay.
60er Stack Keys. Schon mal wieder voll. Ich könnte auch eine automatische Zuckerrohrfarm bauen. Wofür? Zuckerrohr für Zucker und Papier. Er möchte so, weißt du, ja, diesen Zuckerrohrschnaps möchte herstellen. Rum. Papier. Zündschuh. Rum. Den einen Apfelbaum, Schatzi, den einen Apfelbaum hätte ich sowieso zerstören müssen. Ach nicht. Der eine Apfelbaum bringt ja nichts mehr. Ich glaube, aber der zweite bringt auch noch einen Apfel. Ja, wir haben hier jetzt 5. Ja, wie gesagt, ich lasse den einen mal stehen. Ich will dann nochmal gucken, wie das ist mit den, haben wir eigentlich Fischeier oder sowas in die Richtung? Weiß ich nicht. Weil ich kann mich noch daran erinnern, als letztens war da ja von jedem Fisch so Shark Egg, Snake Egg und so Zeug. Das geht schon gar nicht mehr, komischerweise. Ja, du musst aber auch bedenken, dass es der Server gerade provisorisch läuft. Damit er überhaupt läuft. Im Prinzip. Wobei ich finde, er läuft hier flüssiger als bei Waldi. Findest du? Finde ich. Ich habe ja auch mehr RAM zugewiesen. Ja. Du hast ja auch deutlich mehr RAM als Waldi. Moment mal. Ich hab doch schon wieder das komische Holzstück hier auf. Ah. Und halt. Danke. Ich weiß echt nicht, was los ist. Fängt deine Allergie gegen sonst irgendwas wieder an? Ja, wahrscheinlich gegen dich wieder mal, ne? Ja, gegen meine Nervheit. Genau. Weil Schatzi mir so derbe auf die Nerven geht. Ja. Rund um die Uhr. Natürlich. 24/7. Und das Ganze sogar ohne Bezahlung. Muss ich mir einmal vorstellen. Nicht mal an Feiertagen mache ich schlapp. Richtig. So, jetzt tun wir erstmal den Kies weg, dann geht's jetzt gleich weiter mit. Oh, diese Kacke passiert immer und immer wieder. Sticksand. 64er. So. Das Vorlach ist schon so gut wie fertig. Schatz, kann ich mir einen Gefallen tun? Welchen? Mir ein paar Öfen machen. Nee, warte mal. Ich muss erst mal gucken. Das sind ja...
Oh, Quatsch. Ich wollte ja nach Sand jetzt gucken. Nach Sand. Da haben wir ja schon direkt welchen. Mm-hmm.